Hallo und herzlich willkommen zu Für immer jung mit Kleinigung, die Interviews. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Michael Grewe. Michael, hallo. Ja, hallo Bernd, geht's dir gut? Mir geht's gut, danke, ich hoffe dir auch. Absolut, ja. Diesen Satz heute mit einem besonderen Gast, den verwende ich eigentlich fast jedes Mal. Der ist natürlich auch nicht falsch, aber bei dir ist er in ganz besonderer Art und Weise, glaube ich, richtig. Weil die meisten, die ich hier interviewe, sind Mediziner, sind Naturwissenschaftler. Du bist beides nicht. Trotzdem bist du im Bereich der Anti-Aging-Medizin oder der Anti-Aging-Forschung heute natürlich einer der ganz großen Player, obwohl du ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich kommst. Erzähl mal. Ja, absolut richtig. Ich bin Ingenieur, ich bin ein Techie. Ich komme aus dem Software- und Internetbereich und okay. Also da. Hallo, sind wir noch auf Sendung? Ja. Ja, danach Venture Capital gemacht. Und bin dann einfach über den Weg, meine persönliche Gesundheit zu optimieren, zum Thema Ernährung und über Ernährung, zum Thema Gesamtgesundheit, funktionelle Medizin und dann auch zum Thema Rejuvenation gekommen. Habe mich dann so rangearbeitet an das Thema und inzwischen ist das ja der zentrale Punkt meiner unternehmerischen Aktivitäten, ist ja die Forever Healthy Foundation, die sich jetzt gerade in dem Bereich besonders hervortut. Okay, also angefangen hast du im IT-Bereich und da muss man sagen, da bist du ja eigentlich eine Legende. Du hast mit deinem Bruder zusammen web.de gegründet und das dann auch für nicht wenig Geld verkauft, sagen wir mal so. Also man konnte schon mehr machen, als da abends mit der Familie mal nett essen gehen. Und hast aber zunächst mal, glaube ich, wie sich das so für so Internetpioniere gehört, dann auch mal so ein bisschen deine eigene Gesundheit damit ruiniert, richtig? Absolut, ja. Ich habe super ungesund gelebt. Ich war so der Hacker, wie er im Buche steht, mit 20 Kilo Übergewicht. Und ich habe 3 Schachteln Zigaretten am Tag geraucht. Ich habe irgendwie keinen Sport getrieben. Ich habe von Rotwein und Pizza gelebt abends, den Tag über Red Bull und Kaffee. Wie man sich es halt so vorstellt, ja. Schon fast eigentlich wie aus einem schlechten Hollywood-Film auch. Ja, absolut. Wenn du das in den Film bringen würdest, würde ich ja sagen, hey, das gibt's ja gar nicht, total Stereotyp. War aber tatsächlich so. Okay. Und dann hast du eigentlich erstmal angefangen bei deiner eigenen Gesundheit, richtig? Ja, absolut. Ich habe irgendwann gesagt, okay, das kann so nicht weitergehen. Ich muss einfach was unternehmen. Ich habe das Rauchen aufgegeben und habe dann gedacht, ja, jetzt will ich meine Ernährung, williges Gewicht loswerden, meine Ernährung umstellen. Und dann ging es eigentlich schon los. Ich habe gedacht, kommst du aus dem Internet, schaust mal schnell ins Internet, wie das so funktioniert mit richtiger Ernährung, müsste ja wissenschaftlich irgendwie bewiesen sein. Und habe dann damals, das ist ja schon auch ein paar Jahre her, festgestellt, dass Ernährung damals hatte mehr mit Religion zu tun als mit Wissenschaft. Und da gab es dann ganz viele Meinungen darüber, wie es denn geht. Und da habe ich einfach angefangen, mich selber an das Thema reinzuarbeiten. Ja. Und dann hat eins das andere gegeben. Mir ging es eigentlich immer darum, was kann ich tun, um so lange wie möglich gesund zu bleiben. Das ist das, was mich heute auch noch treibt. Und wenn du dann diesen Weg beschreitest, kommst du halt irgendwann an den Punkt, dass du sagst, mit Ernährung und Sport kann ich halt nicht beliebig lang gesund bleiben. Da kann ich zwar meine Gesundheit erhöhen und auch meinen Alterungsprozess ein bisschen verlangsamen, aber auf Dauer funktioniert das halt auch nicht. Und du hast dann natürlich nicht nur dein eigenes Leben umgekrempelt, sondern du hast dann auch mit dem nicht wenigen Geld aus web.de auch neue unternehmerische oder allgemein dir eigentlich ein neues Leben aufgebaut, kann man sagen. Das aus verschiedenen Bereichen besteht. Also zum einen machst du eine jährliche Konferenz, Undoing Aging. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Also das ist ja auch nicht so die klassische Anti-Aging-Konferenz oder der klassische Anti-Aging-Kongress, sondern das ist ja auch eine ziemlich spezielle Veranstaltung. Was macht ja, man bei Undoing absolut. Aging? Absolut. Wir haben bei Forever Healthy eigentlich zwei große Aspekte, mit denen wir uns beschäftigen. Das eine ist, was kann ich heute schon tun? Und das andere ist, wir wollen die Entwicklung hin zu einer Welt
ohne altersbedingte Krankheiten beschleunigen, unseren Teil dazu beitragen. Und da ist die Konferenz halt ein wesentlicher Bestandteil. Undoing Aging, da geht es tatsächlich um echte Rejuvenation-Therapien. Und zwar für den Menschen, wir sprechen da nicht über Mäuse und über Zellkulturen, sondern da geht es tatsächlich darum, was kann ich tun, um Menschen, die schon im fortgeschrittenen Alter sind, wieder auf molekularer und zellulärer Ebene zu verjüngen. Die hätte eigentlich dieses Jahr zum dritten Mal stattfinden sollen, aus gegebenen Gründen leider nicht. Wir sind super froh, wir sind sehr erfolgreich. Da treffen sich eigentlich die bekanntesten Wissenschaftler der Welt aus diesem Bereich, wir hatten über 500 Teilnehmer. Das letzte Jahr und dieses Jahr wären es noch mehr geworden, nächstes Jahr hoffentlich dann wieder. Und es ist ein großes Networking-Event. Wir bringen dort Wissenschaftler, aber auch Startups, Investoren und die interessierte Presse, die interessierten Medien zusammen. Es gibt Vorträge, aber im Endeffekt geht es vor allem darum, wirklich ein Netzwerk zu schaffen, dass die Wissenschaftler präsentieren können, wann sie forschen, Startups zeigen, woran sie arbeiten. Weil dort entsteht ja gerade eine ganze Industrie und es gibt eben auch schon die ersten Startups, die tatsächlich an echten Rejuvenation-Therapien arbeiten. Und eine entscheidende Rolle bei Undoing Aging spielt ja auch Aubrey de Grey. Das ist so ein bisschen inzwischen die Symbolfigur der Radical Life Extension oder der Longevity-Bewegung. Das heißt also, wer den Namen hört, weiß schon, da geht es jetzt nicht um 10 oder 15 Jahre länger leben, sondern da geht es schon um deutliche Verlängerung der Lebenszeit und um ziemlich radikale Ansätze auch. Ja, absolut. Wir arbeiten eng mit Aubrey de Grey zusammen. Ich habe vor über 4 Jahren angefangen, auch die Forschung von der Sense Research Foundation zu unterstützen. Die beschäftigt sich ja damit, was können wir tun, um die Schäden, die der Alterungsprozess in unserem Körper bedingt, wie können wir die auf molekularer und zellulärer Ebene reparieren? Und da sind die absolut führend mit dem Ansatz und machen auch tolle Forschung. Und wir unterstützen eben die Forschung auch mit mehr als 1 Million Dollar. Pro Jahr zurzeit. Wir haben schon über 10 Forschungsprojekte in dem Bereich gefördert und haben dann eben auch zusammen mit Aubrey die Undoing Aging Konferenz in Berlin ins Leben gerufen. Und was man ja auch sagen muss, Aubrey de Grey, als er begonnen hat, wurde er doch noch so ein bisschen belächelt von vielen aus der Branche. Zumindest hat er es aber doch geschafft, ein Netzwerk wirklich von Wissenschaftlern um sich herum zu schaffen, inzwischen die doch ja entscheidende Impulse setzen. Ja, absolut. Also belächelt wird in dem Bereich niemand mehr, der zugegeben, die Community ist immer noch relativ klein, aber man muss einfach sehen, die theoretischen Grundlagen, was man tun müsste, um einen Menschen wirklich wieder zu verjüngen, also um das Alter tatsächlich zurückzudrehen in allen Aspekten, die sind da. Man weiß, was man tun müsste. Die Grundlagenforschung läuft. Die ersten Ergebnisse sind tatsächlich schon da, auch mit sehr signifikante Ergebnisse im Tierversuch, wo man sehen kann, ja, man kann tatsächlich was den Alterungsprozess zurückdrehen. Die ersten Startups arbeiten schon daran, diese Grundlagenforschung in Therapien für den Menschen umzuwandeln. Und die ersten Therapien, wenn man weiß, was man wo machen muss, sind auch sogar schon verfügbar. Das heißt, für die, die sich jetzt eng mit dem Thema beschäftigen, ist es nicht mehr eine Frage, ob das passieren wird, obwohl es wie Science Fiction klingt, sondern es ist einfach nur noch eine Frage, wann das passieren wird. Und genau da setzen wir auch mit Forever Healthy an. Wir wollen halt helfen, diese Entwicklung zu beschleunigen und damit eben auch mit dem Zurückdrehen des Alters eben auch die altersbedingten Krankheiten aus der Welt schaffen, die ja Hand in Hand mit dem Alterungsprozess gehen. Ist schon auch eine gewisse Parallele, glaube ich, zu Ende der 90er Jahre, als dir und einigen ersten Pionieren eigentlich auch klar wurde, das Internet kommt, es ist nicht die Frage ob, sondern nur wann. Und da wussten auch viele eigentlich noch nichts damit anzufangen. Und da habt ihr schon die erste Firma dazu gegründet. Hm? Ja, es gibt sicherlich viele Parallelen, was man sagen muss. Es ist wirklich jetzt der Anfang, aber was ganz klar ist, also ich bin absolut überzeugt, hier wird die größte Industrie aller Zeiten entstehen. Ist ja auch klar, wenn du überlegst, ich habe hier so ein schönes Telefon, Und die Firma, die das herstellt, ist die wertvollste Firma auf der Welt. Und wenn du jetzt überlegst, was der Wert von einem Telefon versus dem Wert ist, ich
bin eigentlich dauerhaft gesund, ich kriege nie Krebs, ich kriege keinen Alzheimer, ich kriege kein altersbedingtes Diabetes, Parkinson und. Kann man sich ungefähr vorstellen, welche Dimensionen das annehmen wird. Und wir versuchen ja den Markt auch zu fördern, dahingehend, dass wir nicht nur Forschung fördern, sondern wir fördern auch, ich habe das ja im Internetbereich lang gemacht, wir haben das jetzt komplett umgestellt seit 3 Jahren, wir fördern eben junge Startups in dem Rejuvenation-Biotech-Bereich und helfen, dass Forschungsergebnisse aus den Unis rausgeholt werden und eben tatsächlich in ein Startup kommen, wo sie übersetzt werden, wo Therapien für Menschen entwickelt werden. Und wir sind dort auch schon an über 12 Unternehmen beteiligt und haben geholfen, die zu gründen. Okay, kommen wir gleich nochmal zu. Ich würde ganz gerne vorher noch ein anderes Thema abarbeiten. Forever Healthy hattest du schon genannt. Das heißt also, das ist ja auch eine gemeinnützige Organisation, die aber auch ein Ziel hat, nämlich jetzt nicht so sehr futuristisch Biotechs und Startups zu unterstützen, sondern eigentlich auch das Wissen, was wir jetzt haben, einfach zu sammeln, auszuwerten und so ein bisschen aus diesem Bereich Anti-Aging auch sowas wie evidenzbasierte Medizin zu machen. Ja, absolut. Das ist der zweite Aspekt von Forever Healthy. Auf der einen Seite, wie gesagt, wollen wir beschleunigen diese Entwicklung hin zu einer Welt ohne altersbedingte Krankheiten. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, es gibt schon ungeheuer viel medizinisches Wissen, das man heute nutzen könnte. Es gibt auch schon die ersten Rejuvenation-Therapien, die man heute nutzen könnte, wenn man halt genau wissen würde, was man machen muss. Das Wissen darüber ist aber komplett verstreut. Das ist auf speziellen, das ist bei Experten, das ist tief in der wissenschaftlichen Forschung vergraben, in speziellen Büchern, auf Websites. Also wenn ich als Endbenutzer, als normaler Mensch sage, ich möchte das jetzt mal nutzen oder selbst als Arzt, der sagt, boah, das interessiert mich jetzt. Es gibt keine Anlaufstelle dafür, wo ich vernünftig informiert werde über den Bereich. Und genau hier setzen wir an. Wir haben 2 Projekte, 2 große Initiativen in dem Bereich gestartet. Die eine nennt sich Rejuvenation Now, in der wir haben eine lange Liste von den möglichen Rejuvenation-Therapien, die es jetzt schon gibt. Und wir setzen uns dann hin, nehmen uns eine Therapie nach der anderen vor und machen dann eben eine detaillierte Risiko-Nutzen-Analyse. Wir schauen uns an, was sagt denn die Wissenschaft zu dem Thema. Wir gucken uns alle relevanten Studien an, das sind meistens so um die 2000, werden dann so um die 150 klinische und präklinische Studien tatsächlich aus, ganz detailliert. Kommen dann zu einer Analyse auch mit, was ist denn die optimale Therapie, was sagt denn die Wissenschaft zurzeit? Und wir wollen das eben auch machen, weil der Markt, es werden diese Therapien schon angeboten, aber der ist halt komplett intransparent. Ich nenne ihn immer so ein bisschen Cowboy-Style, ein bisschen Wilder Westen, alles sehr marketinggetrieben. Es gibt keine Transparenz, es gibt keine Quelle für Informationen, keine verlässliche und auch keinen Fokus auf Risiken irgendwie, die in den Therapien sind. Und da wollen wir eben eine verlässliche Informationsquelle sowohl für Kunden, will ich mal sagen, die das gerne nutzen würden und die aber gar nicht wissen, ist das eigentlich gut oder nicht, als aber auch für Ärzte, die sich informieren wollen, zu dem Thema anbieten. Also finde ich wirklich sehr verdienstvoll, weil es ist richtig, es ist einfach ein völlig unübersehbares Konvolut von Arbeiten, was da inzwischen auf dem Markt ist und vieles eben tatsächlich ja auch sehr kommerziell betrieben. Und da jetzt tatsächlich mal eine Quelle zu finden, wo man sagt, also wir sondern jetzt auch mal die Spreu vom Weizen, nehmen die Arbeiten heraus, die wirklich wichtig sind und machen daraus ein Fazit, ist schon eine tolle Sache. Open Source kann sich jeder einklinken. Sag nochmal, wie komme ich da hin? Wie ist die Internetadresse? Ja, unsere Website ist forever-healthy.org und dort findet man eben, wir haben eine Knowledge Base. Wie du sagst, im Open-Source-Gedanken, alle unsere Ergebnisse veröffentlichen wir Open Access. Das heißt, sie sind frei verfügbar. Und das ist auch ganz bewusst so. Wir laden einfach jeden, den es interessiert, ein, von der Arbeit zu profitieren und wünschen uns, dass auch so viele Leute halt dieses Angebot wahrnehmen. Also, finde ich wirklich toll. Also, da wird auch
Geld in die Hand genommen, einfach um Wissen vernünftig zu verbreiten. Auf der anderen Seite muss man sagen, so dein Unternehmergehen hast du natürlich auch nicht ganz verloren. Das heißt also, du bist inzwischen auch Venture Capitalist, wie das auf Englisch oder Amerikanisch inzwischen heißt. Das heißt also auch Risikokapitalgeber und investierst hauptsächlich in Biotech-Firmen. Du hast es schon kurz erwähnt, die in diesem Bereich tätig sind. Wo findet man die? Nach welchen Kriterien wählst du da aus? Also wir investieren grundsätzlich nur in Rejuvenation Biotech, das heißt Firmen, die tatsächlich Rejuvenation-Therapien entwickeln. Und wir fokussieren uns da wiederum auch, was wir sogenannte, wir nennen es Category Opener, oder man kann es auch als Leuchtturmprojekte bezeichnen. Das sind für uns Hochrisiko-Investments. Also es ist nichts, was man vernünftigerweise machen würde als sicheres Investment. Das ist ein bisschen erweiterte Forschungsförderung. Was wir halt machen, ist, wir helfen Grundlagenforschung eben in diesem ganz neuen Bereich der Rejuvenation-Technologie aus der Uni rauszuholen und tatsächlich Therapien für den Menschen zu entwickeln, mit dem Ziel einfach der Welt zu zeigen, guck mal, man kann tatsächlich was machen in dem Bereich. Man muss ja verstehen, das Altern ist ja wir haben ja nicht einen Alterungsprozess. Das sind ja 30, 40, 50 Prozesse, die parallel laufen. Und jetzt muss man ganz fleißig halt hergehen, sich einen nach dem anderen rauspicken und sagen, so, gucken wir mal, was wir dagegen machen können. Und wir investieren halt in Startups, die was wählen, wo halt noch niemand was gemacht hat, um zu zeigen, guck mal, man kann was machen in diesem Bereich. Und das sind wirklich ganz erstaunliche Sachen, die klingen alle wie Science Fiction, aber wir arbeiten tatsächlich daran. Ja. Okay, also das ist sozusagen thematisch. Wo findet man diese Firmen geografisch? Also die meisten denken immer bei Biotech-Startups an Silicon Valley, aber es gibt inzwischen auch eine Szene in Deutschland. Ja, es gibt eine Szene in Deutschland, nur in dem Bereich haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf. Also unsere Startups tatsächlich sind Silicon Valley ist, aber auch viel Ostküste, Boston ist viel Biotech. In England sind wir engagiert und jetzt haben wir auch eins in der Schweiz, sind wir gerade dabei, das aus der Taufe zu heben. Das werden wir hoffentlich vor Weihnachten noch abschließen. Und direkt in Deutschland haben wir noch keins jetzt leider. Okay. Wir waren ja mal in Sachen Anti-Aging auch zusammen in China. Da tut sich ja in dem Bereich auch sehr viel. Also im Bereich IT und künstliche Intelligenz sind die ja teilweise schon Marktführer. Denkst du, dass die auch in Sachen Longevity, Biotech, Anti-Aging auch bald eine Führungsrolle haben werden? Also man darf die Chinesen grundsätzlich nicht unterschätzen. Die sind ja auch sehr schlau mit den Dingen, die sie machen, und auch sehr offen und gehen auch oft sehr aggressiv vor, was ihre Technologieentwicklung angeht. Auch unsere Konferenz, wir laden ja auch ganz bewusst Leute aus den östlichen Gebieten, Russland eben aber auch China zu uns auf die Konferenz ein. Gefühlt würde ich sagen, sind momentan die treibenden Kräfte sind schon USA, England, ein bisschen Europa inzwischen, Deutschland, Frankreich, Niederlande. Ein bisschen was auch in Österreich. Wie viel in China gemacht wird, ist wirklich schwer zu sagen zurzeit. Vielleicht doch noch ein bisschen thematisch. Du hast gesagt, okay, also das sind Biotech-Firmen aus unterschiedlichen Ländern und so weiter. Aber woran arbeiten die konkret? Also wo können wir uns, wo würdest du sagen, ist der nächste große Durchbruch eigentlich im Bereich der Anti-Aging-Medizin? Es gibt wirklich sehr spannende Entwicklungen. Das eine sind senesente Zellen, da arbeiten jetzt schon einige Startups dran. Unsere Startups konzentrieren sich auf ganz neue Ansätze. Wir haben zum Beispiel eins letztes Jahr gegründet, Underdog Biopharmaceuticals. Wenn man ein bisschen wie ein Herzinfarkt entsteht, ist ja Cholesterin, geht in die Arterienwand rein, oxidiert, wird vom Immunsystem. Die Immunzellen werden gerufen, Immunzellen fressen das oxidierte LDL, wenn man so da sie es leider nicht verarbeiten können, speichern sie es in sich und wachsen und werden dann so zu sogenannten Schaumzellen und von denen werden es immer mehr und das gibt dann eben die weiche Plaque in den Arterienwänden, die dann irgendwann so groß ist, dass die Arterienwand nach innen aufreißt. Das ist eine Verletzung der
Körper will dir mit den roten Blutplättchen heilen. Wir haben ein Blut, kriegen Blutgerinnsel und dann haben wir unseren Herzinfarkt. Und wir entwickeln jetzt eine Therapie. Ganz kurz, da haben wir auch ein schönes Video schon zu gemacht mit Professor Nixdorf, der ist präventiver Kardiologe. Der hätte es auch nicht besser zusammenfassen können. Also congratulations, ja. Danke. Und was wir machen ist, wir sind dabei oder wir haben einen Wirkstoff entwickelt, mit dem wir das oxidierte 7-Ketocholesterin wieder aus den Immunzellen herausholen können und abtransportieren können. Das heißt, die Softplug bildet sich zurück. Und das heißt am Endeffekt eine Welt ohne Herzinfarkt. Keine Plaque, kein Herzinfarkt, kein Blutgerinnsel. Und gleiches gilt für Schlaganfall. Und das ist eben eine molekulare Zellreparaturtechnologie. Diese Plaque ist ein zellulärer Abfallstoff, wenn man so will, den der Körper selber nicht entfernen kann. Und wir bringen jetzt im Endeffekt dem Körper bei oder wir helfen dem Körper, diesen Abfallstoff eben doch zu entfernen. Und reparieren damit im Prinzip die Gefäße wieder. Und und das wird dann der Effekt sein davon, die Plaque bildet sich einfach zurück. Das ist ein ganz einfacher Wirkstoff. Das wird eine Tablette sein, die nimmt man einfach wahrscheinlich täglich, sehr niedrig dosiert und konstant. Und die sorgt einfach dafür, dass sich in unseren Arterien keine Plaque mehr bildet. Und das war's dann. Ja, das ist zum Beispiel ein Startup, an dem wir arbeiten. Okay, was jetzt auch mal ganz abgesehen vom Thema Anti-Aging natürlich ein Riesendurchbruch wäre, weil die Hälfte der Menschheit in der westlichen Welt stirbt immer noch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Absolut. Das heißt also, da ein neuer Therapieansatz wäre natürlich schon eine tolle Sache. Du hast diesen molekularen Abfall genannt. Zellen können aber auch selber zu einem Abfall werden in unserem Körper. Also Stichwort seneszente Zellen. Auch da tut sich viel. Also an Biotechs, Senolytika, Stoffe, die das wieder, diese seneszenten Zellen oder auch diese Zombie-Zellen dann vernichten. Das ist auch, glaube ich, einer der großen Hoffnungsträger und auch einer, wo man sagt, das könnte schon relativ rasch kommen, oder? Ja, absolut. Also es gibt ja schon die ersten Senolytika, die noch nicht so stark sind, aber die man jetzt sogar schon verfügbar hat. Und wir sind auch an zwei Unternehmen beteiligt, die jetzt Senolytika entwickeln. Absolut. Im Tierversuch sind das sensationelle Erfolge, die man damit erzielt hat. Also man hat es bis jetzt mit gealterten Mäusen gemacht, aber immerhin. Die hatten kein Fell mehr, das Fell war grau, Muskelfunktion war schwach, Lungenfunktion war schwach, Gehirn war nicht mehr auf der Höhe. Und nachdem man die seneszenten Zellen mit einem Senolytikum entfernt hat, Muskelfunktion ist zurückgekommen, die Hautelastizität ist zurückgekommen, die Fell ist zurückgekommen, die Farbe vom Fell ist zurückgekommen, Gehirnfunktion ist besser gewesen. Und die Mäuse haben 25% länger gelebt als ihre Kollegen. Also das ist schon ganz dramatisch, das hat es vorher noch nie gegeben und das ist auch, wenn man die Bilder sieht, alte Maus und dann alte Maus behandelt, dort ist tatsächlich echt das Altern zurückgedreht worden. Also da ist tatsächlich einiges in der Pipeline, wie man heute sagt, und das wird natürlich schon auch die Langlebigkeitsforschung, die Anti-Aging-Medizin auf ein völlig neues Fundament stellen. Ich meine, 20 Jahre lang haben wir im Wesentlichen gesagt, okay, es ist Lebensstil, es ist Ernährung, es ist Sport, es ist vielleicht ein bisschen Hormonersatz und ein paar Nahrungssupplemente, aber wir kriegen jetzt tatsächlich bald die ersten Medikamente gegen das Altern, wir kriegen die ersten, auch invasiven Therapien wahrscheinlich gegen das Altern. Also da stoßen wir jetzt schon in ein neues Zeitalter vor. Ja, absolut. Also die Welt hat sich, das ist wirklich jetzt, das ist ich nenne es immer eine stille Revolution, weil es halt noch nicht so richtig sichtbar ist nach außen, weil wir halt noch keine Therapie haben, die jetzt bei Menschen tatsächlich einsetzbar ist. Aber dem Grunde nach ist es tatsächlich so, dass die Welt hat sich aufgemacht von einer Welt, in der wir komplett machtlos waren gegenüber und den altersbedingten Krankheiten, hin zu einer Welt, in der wir den Alterungsprozess und und die altersbedingten Krankheiten unter kompletter medizinischer Kontrolle haben. Wir sind natürlich noch nicht da, das ist klar, das wüssten wir alle, wenn man schon 70-Jährige wieder zu 30-Jährigen machen können. Aber darauf wird es hinauslaufen. Wie lange das dauert, kann natürlich noch keiner sagen. Das wird wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, bis wir das wirklich in dieser Tiefe können. Da wollen wir unseren Beitrag eben auch leisten, den Prozess zu beschleunigen.
könnten wir beide Pech haben, dass wir noch gerade zu der Generation gehören, die davon vielleicht nicht profitiert. Ach, Aber ich würde, Bernd, ich sehe es umgedreht. Ich glaube, wir können das Glück haben, zu der ersten Generation zu gehören, die davon profitiert. Und das ist ja eine extrem positive Aussicht. Also, und man kann, also die ersten Therapien werden in den nächsten, also weniger als 10 Jahren auf dem Markt sein. Und dann denke ich auch, wird sich die allgemeine Wahrnehmung ändern, wenn man tatsächlich sieht, ja, ich kann was machen, ich kann das zelluläre Altern in diesem oder jenem Aspekt zurückdrehen. Das wird schon ein ganz besonderer Moment sein in unserer Geschichte. also ich glaube, diesen Meinungswechsel, den kann man tatsächlich jetzt ja auch schon beobachten. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe mit Anti-Aging, das ist ja jetzt auch schon mehr als 20 Jahre her, da wurde man eigentlich durch die Bank weg belächelt. Da galt Altern insgesamt einfach als Schicksal und da gab es dann so Sätze, versuchen Sie doch mal den Sonnenuntergang aufzuhalten, haben Sie sicherlich mehr Erfolg damit als Altern zu behandeln. Das hat sich ja schon in 20 Jahren jetzt sehr, sehr geändert. Und jetzt kommen einfach auch noch mal ganz neue Player ins Spiel. Jetzt kommt plötzlich auch sehr viel Geld ins Spiel. Das ist ja nicht immer ein Garant, dass sich Fortschritt einstellt, aber es beschleunigt die ganze Sache doch schon. Ja, absolut. Also das ist ganz klar zu sehen, dass eben auch Venture Capital jetzt in den Bereich reinfließt. Muss man ja auch verstehen, weil diese neue Art der Medizin, da geht es darum, gesunde Menschen gesund zu erhalten. Und dann habe ich als Kunden, dann habe ich natürlich auch jeden, der über 30 ist. Das heißt, die Therapien, die wir entwickeln, sind für 3, 4 Milliarden Menschen. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich eine Therapie entwickle, die jetzt für eine bestimmte Anzahl Leute, die bestimmte Krankheit nur haben. Das heißt, die Aussicht, ich meine, man kann auch eine einfache Kalkulation machen, wirklich auf dem Bierdeckel hinten drauf, wenn du sagst, okay, was wäre es mir denn wert, dass ich wüsste, ich kriege nie Krebs, ja. Und ich würde keinen Alzheimer kriegen, keinen Altersdiabetes und den ganzen furchtbaren Kram, der beim Alter mit dabei ist. Und wenn ich sage, okay, das sind 10.000 Euro im Jahr, würde ich dafür ausgeben, mal irgendeine Zahl zu nennen. Und ich multipliziere das mit 4 Milliarden Menschen, dann bin ich halt bei 40 Trilliarden Euro Jahresumsatz. Und das ist dann nur für die Therapien. Dazu gibt es noch Dienstleistung, Beraten. Also das wird einfach ein Riesenmarkt werden und auch zu Recht, weil natürlich der positive Effekt davon ganz enorm sein wird, ja. Und wie gesagt, es kommen jetzt einfach auch ganz neue Player mit da rein, ganz neue Beteiligte in dieser Forschung. Also früher waren es eben halt, es war die Ärzteschaft, es war die Pharmaindustrie, es war vielleicht noch Medizintechnik. Jetzt kommen tatsächlich Google, Apple, Amazon als neue Beteiligte in diesem Rennen um Langlebigkeit und um diesen neuen Gesundheitsmarkt. Calico, ja, von Google, eine Firma mit dem Thema Altern tatsächlich behandeln. Das heißt, da kommen völlig neue Ansätze, neue Firmen und diese Firmen bringen natürlich auch sehr viel an Kapital und an Know-how mit. Also da schließt sich auch ein bisschen so der Kreis zu deiner persönlichen Geschichte. Auch du kommst ja sozusagen aus dem IT-Bereich und bist jetzt da gelandet. Diesen Weg machen offensichtlich viele andere IT-Firmen auch. Ja, absolut. Also die Entwicklung ist ganz klar zu sehen, dass wir sind ja auch ganz aktiv im Venture Capital Bereich, dass irgendwie dort das Interesse ganz deutlich ansteigt, dass mehr Player reinkommen, dass mehr Kapital verfügbar wird. Und damit wird es mehr Startups geben, die werden besser finanziert sein, was ihre Erfolgsaussichten erhöht. Und wenn wir dann die ersten Erfolgsgeschichten haben, dann denke ich, wird es erst richtig losgehen. Ja, momentan ist es natürlich alles ja, Daumen drücken und dass es dann irgendwann auch wird. Aber wenn mal die ersten Therapien da sind, Sehnenzellen bei Menschen oder wir Herzinfarkte grundsätzlich vermeiden können, dann wird es, glaube ich, nochmal auf ein anderes Niveau kommen alles. Jetzt haben wir so viel über Zukunftsthemen gesprochen. Ganz zum Schluss noch mal zurück zum Biografischen. Also du hast schon erzählt, wie du in deiner IT-Zeit gezielt daran gearbeitet hast, deine Gesundheit zu ruinieren mit Cola und Pizza und Rauchen und Übergewicht. Jetzt erzähl uns doch noch mal dein persönliches Programm, so wie es heute aussieht, um Langlebigkeit herzustellen.
Also ganz klar, die Dinge, die schon unsere Oma wusste, die richtige, gute Ernährung natürlich, Bioprodukte versuchen, möglichst wenig Giftstoffe im Körper aufzunehmen, körperliche Aktivität, ganz klar, ich mache also täglich Yoga inzwischen, mentale Ausgewogenheit, ich meditiere auch jeden Tag, Schlafen ist ganz wichtig, Schlafhygiene ist wichtig. Dann, wenn man mehr in den Bereich der Medizin geht, ich mache relativ intensiv und strukturiert, monitore ich meine Gesundheit und Vorsorgeuntersuchungen mit Blutuntersuchungen, Stuhl-Urinproben, wende die Methoden der funktionellen und integrativen Medizin an, um gewisse Imbalancen in meiner Biochemie auszugleichen, um Risikofaktoren entgegenzuwirken und setze auch selbst schon die ersten Rejuvenation-Therapien ein, also eine ganze Reihe eigentlich davon. Okay, also ich denke, das ist ein sinnvolles Konzept, heute das zu tun, was schon möglich ist, um dann die Zukunft zu erleben, wo dann ganz neue Durchbrüche wahrscheinlich im Rahmen der Langlebigkeitsforschung auch auf uns warten. Absolut, Michael, genau. Das ist war wie immer ein, ja, wenn man mit einem Informatiker spricht, ist es halt ein informatives Gespräch. Vielen Dank dafür. Ganz zum Schluss noch, Undoing Aging dieses Jahr. Du hast gesagt, musste es Corona-bedingt ausfallen. Nächstes Jahr wird es stattfinden. Gibt es schon einen Termin? Ja, im Mai nächsten Jahres auf unserer Website zu finden. Ich kann noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Bis dahin, wir machen eigentlich relativ regelmäßig inzwischen sogenannte Meetups. Die sind auch online, sind so Mini-Konferenzen, immer eine Stunde lang zu einem bestimmten Thema, wo wir dann zwei Sprecher haben. Einfach mal ein bisschen die Zeit zu überbrücken, auch wo wir über unsere Arbeit sprechen. Und wo ich gerade bei unserer Arbeit bin, wir suchen auch noch Mitarbeiter für unser Research-Team, die eben diese Analysen machen, diese Risiko-Nutzen-Analysen und diese praktischen Guides, um evidenzbasiert sagen, was kann man denn heutzutage schon machen. Die offenen Stellen in diesem Bereich findet man eben auch bei uns auf der Website. Wunderbar. Und diese Konferenzen sind auch für alle am Thema Interessierten. Also es ist nicht nur für Ärzte, für Naturwissenschaftler. Da kann man sich auch reinklinken, wenn einem einfach dieses Thema am Herzen liegt, beziehungsweise hier ja eigentlich mehr am Hirn noch als am Absolut, Herzen. Absolut. Wir haben die Konferenz, die Undoing Aging Konferenz, ist explizit so gestaltet wie eine Tech-Konferenz. Das ist ja was aus dem Bereich, wo wir kommen. Die ist komplett offen, eben auch für Interessierte, einfach Menschen, die interessiert sind. Wir haben auch die ganze Blogger-Szene aus dem Bereich, die ganzen Leute, die Advocacy machen, sind da und man kann auch mit jedem reden. Also das Ganze ist auf einfach ein riesen Networking-Event und auch jeder, auch die Wissenschaftler sind offen zum Kommunizieren. Also es ist echt toll. Wir hatten auch Nobelpreisträger von uns und abends beim Bierchen spricht man halt dann mit Nobelpreisträger über das Thema. Also ich kann es nur bestätigen, ich war letztes Jahr auch dabei, also es lohnt sich wirklich dahin zu gehen. Und ich denke, einmal mehr zeigt sich auch, dass doch eine Branche immer davon profitiert, wenn einfach mal kreative Quereinsteiger da mit reinkommen. Und da bist du sicherlich das beste Beispiel dafür. Nochmal, Michael, vielen Dank fürs Gespräch und danke, wir sehen uns spätestens dann im Mai zu Undoing Aging in Berlin. Alles klar, tschüss. Tschüss.